Wasserwelt neu betrachtet. Ich male dir ein Bild. Ob es so schön wird wie die Vorlage? Jetzt Aquarell in ungenauem Fluss. Es ist ein Traum. Im Wirklichen, in einem Alleinhaus hättest du Angst vor Menschen. Die blaue Lasur des Himmels, das Dunkel der Tanne, das Hellgrün von Laub und Wiese. Die Welt legt ihre Farben um dich, die Freude. Einatmen und ausatmen. Die Sonnenblume zeigt dir den Weg in dein Leben. Aber du möchtest noch bleiben. Der Augenblick, der Raum, sie begleiten dich bis zum Letzten. Und du schaust zurück hinein. Noch eine Lage rot aufs Dach? Absatz. Aber du kannst nicht aus dir und deinem Traum heraus. Möchtest am liebsten eine zum ihn legen und ihn mitsamt dem Korb in dein Dunkel senken. Ich kenne diese Art Sehnsucht. Frage mich aber, was es ist. Alt geworden verstehe ich nicht mehr. Das Stück aus einer Kinderfibel ist wohl nicht zu leben, nur da zum Sehen. Und so gehe ich durch alle Farbkästen von Frühling bis in den Winter, während die Vögel rufen und die Tiere im Unterholz scharren. Absatz. Das Gelb erinnert mich an meinen ersten eigenen Pullover. Das Gelb, das nichts ist ohne das Grün. Mag es in deinem Kleid sich an die braunen Streifen anschmiegen, mit einem dunklen Lila zusammen das leuchtende Afrika schmücken. Das Himmelsblau, woanders spiegelt im Meer, hier aber für die Öffnung in den Raum der dunklen Fragen und der Klarheit des Morgens. Das rote Dach, das dich behütet hinter dem anderen Gelb des Hauses, tritt hervor. Der Weg liegt vor dir. Er führt dich durch Feld und Wald, durch Lichtung und in neue Länder, wo du andere triffst und andere Träumer, Träumende der wirklichen Welt und der in ihr liegenden Schönheit. Fürchte dich nicht, es gibt das andere, aber jene Räume sind eingebettet in diese Welt und ihre Sehnsucht und ihre Erinnerung an diesen ersten Tag. Ein Tropfen Wasser fließt ins Papier, färbt die Welt neu. Keine Sorge, du verlierst den Verstand nicht, wenn du am Abend in den Tag zurückschaust und in dein Leben. September 2024, Klaus Wachowski.